kennen Sie schon den Kenyon? Erzwungenes Wortspiel ist erzwungen. Ich glaube irgendwie, dass die nicht ganz zufrieden sind, die Tiere. So wie der eine immer mit dem Kopf schüttelt. Der hat irgendeinen Anfall gehabt. Ey, du kannst doch nicht einfach von hinten kommen. Von hinten kommen. Sehr schön, dass hier schon der Name steht. Obwohl man die noch nie gesehen hat. Wenn Melvin Thales heiratet, dann ist er ja Talisman. Versteht ihr? Talisman. Talisman. Lustiges Wortspiel. Du wolltest auch so ein Wortspiel mehr. Ja klar, jetzt so tun, als ob es deine Idee wäre. Ja, du warst ja schon immer so. Ein gelber Augenstein. Ich denke, ich sollte ihn unbedingt mitnehmen. Aber wie bekomme ich ihn aus der Wand? Ja, mit einer Bombe, du Honk. Na, wenn das mal nicht das Talis in dem Talis wohnt. Ist hier oben sonst noch was? Genau, den blauen... Tja, was könnte ich jetzt benutzen, um diesen... Ja, den blauen Trottelstein nehmen wir hier jetzt raus. Wie kommst du ohne meine Zustimmung hier herein? Durch die Tür. Ich will, dass die alle an einer Stelle sind und dann hau ich einmal voll rein. Bams! Das ist toll! Das ist toll! Vielleicht hat es das Schicksal wirklich bestimmt, dass wir zusammenkommen sollen. Meinst du, zusammenkommen wie? Zusammen? Ich brauche erst einmal ein wenig Zeit, das alles zu verdauen. Oder zusammenkommen? Beides. So. Seht ihr das? Da ist ein Pixelleben. Ach, geil, eine Sprungaufgabe. Geil! Ein Augenstein in einer Steinwand. Man musste ja nur schon 10.000 Mal so Augensteine aus den Steinwänden bomben. Aber du kannst es halt immer wieder sagen. Für den Fall. Nur für den Fall, dass man zwischendurch 3 Jahre Pause gemacht hat. Immerhin ist es jedes Mal ein anderer Spruch. Ja, toll! Das heißt ja, dass es denen ja sogar bewusst gewesen sein muss. Okay, wir müssen sein Horn finden. Sein großes, hartes Horn. Oder so. Genau, um da hinzukommen. Das ist, Holz ist komisch geflogen. Da ist es. Ich sehe es. Da oben. Ich hab's gesehen. Aber wie komme ich da hin? Kann man sich da nicht irgendwie hochglitschen? Ich will die Kiste nicht nochmal dahin schieben. Ja, man kann sich. Wie? Wenn ich es richtig mache. Ich habe tatsächlich mal einen Glitch benutzt. Ich habe das Horn. Dann können wir es ihm jetzt geben. Wir geben es ihm jetzt richtig. Dann muss ich ja schon wieder Kisten schieben. Ich finde das Kistenschieben doof. Talis, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Was machst du hier? Hat dich der Forscherdrang deines Vaters gepackt? Oder machst du dir etwa Sorgen um mich? Wo sieht er da Talis? Also erstmal guckt er ja sowieso hier in die Ecke die Wand an. Da ist sie nicht und ich sehe sie auch hier nirgendwo. Ach, da ist sie. Wie kommt Talis vor uns hier rein? Wir haben literally gerade das Rätsel gelöst und sind reingegangen. Und sie ist schon drin und meinte, sie ist uns hinterhergegangen. Dann muss sie ja mit einem Tarnumhang an uns vorbeigelaufen sein oder so. Im Gegensatz zum Hive sieht hier wenigstens nicht alles nach Vagina aus. Reingeglotschen. Wenn das die korrekte Vergangenheitsform von Glitschen ist. Ich glitsche, er glatsch, er ist geglotschen. Irgendwas macht das schon. Und wenn es die Welt zerstört, ist egal. Ich aktiviere einfach jeden Schalter, den ich sehe. Ich bin Melvin. Ich hinterfrage gar nichts. Private Ranznotiz. Das richtige Ranznotiz. Der hat Melvin eigentlich gerade voll getroffen und müsste ihn voll zerquetscht und umgebracht haben. Leg ihn um, wenn ich das Kommando gebe. Der Hebel hat mir doch gar nichts getan. Warum soll ich ihn denn jetzt umlegen? So ein richtiges Eigenlob. Ja, also, nur falls ihr es noch nicht bemerkt habt, liebe Spieler. Über die abwechslungsreichen Welten kann man sich nicht beklagen, oder?